Sie chillen ohne Sprachkenntnisse rum und wollen Geld vom Staat. Und die anderen, die haben teilweise ihren Schulabschluss nicht geschafft oder selbst mit geschafftem Schulabschluss dermaßen miese Kenntnisse, dass wirklich absolut keiner diese Leute brauchen kann. Und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil stellt sich dann noch hin und sagt, naja, die Arbeitgeber sollten halt auch geringere Sprachkenntnisse akzeptieren. B1 zu fordern, sowas Hohes, das geht ja gar nicht. Naja, ganz ehrlich, B1, das bedeutet, dass man leichte, einfache Sätze bilden kann und gerade das Nötigste versteht, weil auf dem A-Niveau, da kann man einzelne Begriffe benennen und das soll jetzt unsere Arbeitszukunft sein.